Versucht nicht, euch zu bewegen. Ihr liegt im Sterben. Ich habe hier zwar euer Heilmittel, aber ich werde nicht lügen. Das wird wehtun. Das war ja gar nicht so übel. Lana, ihr habt mein Leben gerettet. Ich habe euch davor bewahrt, jetzt zu sterben. Wir haben immer noch einen langen Weg vor uns. Macht euch schnell bereit. Ist das ein republikanisches Modell? T7O1. Er hat zugestimmt, bei eurer Rettung zu helfen. Keine große Crew. Ja, mehr habe ich leider nicht zusammenbekommen. Es muss reichen. Das Imperium und die Republik stehen kurz davor, dem Mann in die Hände zu fallen, der euch gefangen nahm. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Kommt schon! Ich kümmere mich um die Tür. Erzeugt in anderen Bereichen falsche Sicherheitswarnungen. Ein fähiger kleiner Astromech. Ja, ich höre. Es wäre nicht schlecht, wenn wir den Zeitplan etwas anpassen könnten. Warum? Gibt es ein Problem? Nein, kein Problem. Aber wir fühlen uns hier draußen so langsam wie auf dem Präsentierteller. Habt ihr den Fremdling schon gefunden? Ja, ich habe sie dazu geschaltet. Großartig. Ich bin Cor Fortena. Willkommen bei der selbstmörderischsten Rettungsmission aller Zeiten. Ich hoffe, ihr seid wirklich all das, was Lana von euch behauptet. Etwas Geduld noch, Cor. Wir sind auf dem Weg. Cor wird uns hier rausfliegen, sobald wir durch diese Tür kommen. Ich habe sie schon mal irgendwo gesehen. Nein. Richterin Velen, die Eindringlinge haben den Fremdling befreit. Sprungtruppen durchstreifen das Gebäude, aber... Aber? Nur zu. Warum so schüchtern? Aber es wurde in mehreren Sektoren Alarm ausgelöst. Wir können sie irgendwie nicht finden. Nun, macht euch keine Sorgen. Jeder macht irgendwann Fehler. Wir sind nicht bereit. Nicht für Velen. Ich kann spüren, wie sie nach mir sucht. Sie ist unheimlich mächtig, selbst wenn man bedenkt, aus welcher Familie sie stammt. Velen ist alles andere als alleine. Ich hoffe, ihr braucht noch ein bisschen. Was ist los? Nichts, womit ich nicht zurechtkäme. Aber wir müssen den Treffpunkt verlegen. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Also wenn ich jetzt lande, werde ich in Stücke geschossen. Seht es also einfach als kleinen persönlichen Gefallen, ja? Schleicht euch noch durch einen weiteren Turm, dann finde ich euch. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Beeindruckender Enthusiasmus. Wie ich unsere kleinen Ausflüge doch liebe, Lana. Bin gleich wieder bei euch. Seid ihr beide...
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das im Moment nicht euer größtes Problem ist. Nein. Wir müssen weiter. Was? Es ist schön, euch zu sehen. Ich habe gerade 1 Million Fragen. Ich weiß. Die Antworten müssen noch etwas warten. Kämpft euch durch. Diesen Weg hätte ich nicht gewählt. Es ist Valen. Sie wird die ganze Stadt über euch einstürzen lassen, wenn es sein muss. Lana, sind meine Scanner kaputt? Seid ihr gerade Hals über Kopf in eine Sprungtruppen-Droidenfabrik gestürmt? Valen hat uns fast erreicht. Uns gehen die Optionen aus. Das ist ja wieder wie auf Altair 3. Mit ein paar Droiden kommen wir schon zurecht. Also los. Durchbruch steht bevor. Evakuierung einleiten. Alle raus hier. 10 Blöcke in jede Richtung. Katastrophales Reaktorversagen steht bevor. Es gibt nichts, was wir hier tun können. Gehen wir. Wagt es ja nicht! Wenn das Ding hochgeht, reißt es einen Haufen Leute mit sich. Ihr könnt es noch abschalten. Die halbe Stadt wird im Dunkeln sitzen. Aber die unzähligen Leute, die hier leben und arbeiten, werden eine Chance haben. Seht ihr? So weit gehen sie, um euch aufzuhalten. Wir müssen euch sofort vom Planeten schaffen. Ich lasse nicht zu, dass das Imperium zerbricht. Es ist Zeit, dass wir diesen Ort verlassen. Verdammt, das sind unschuldige Leute, Lana. Meine Leute! Das alles hat Valen zu verantworten. Wenn ihr ein Problem damit habt, beredet es mit ihr. Glaubt nicht, dass ich das nicht werde. Katastrophales Reaktorversagen steht bevor. Beschäftigt und wir sind schwieriger zu entdecken. Koth, könnt ihr mich hören? Glückwunsch. Sie werden noch wochenlang Leichen aus den Trümmern bergen. Ist euch etwas passiert? Wo seid ihr? Ich habe hier ein kleines Wartungsproblem. Wie schlimm ist es? Die Lage war schon besser, aber wir kommen klar. Gibt uns 3 Minuten. Na schön, das sollte wohl irgendwie gehen. Also ich habe schon bessere Rettungsmissionen gesehen, Lana. Könntet ihr euch nächstes Mal vielleicht an einem angenehmeren Ort gefangen nehmen lassen? Finden wir einfach ein Versteck, um... Das ist keine Option.
3 Minuten. In Ordnung. Korf, sind das Blasterschüsse? Gleich geschafft! Noch 3 Minuten! Korf, wir haben keine 3 Minuten mehr. 2,5! Fremdling, ihr habt das Verbrechen begangen, den unsterblichen Imperator zu ermorden und aus der Gefangenschaft zu fliehen. Wir verlangen, dass ihr euch sofort ergebt. Die Ritter von Sakul, eine Überwachungseinheit, die Valen untersteht. Machtsensitive. Wenn euer Imperator unsterblich war, wie hätte ich ihn dann umbringen können? Ihr seid ein gesuchter Flüchtling. Ergebt euch auf der Stelle. Versucht doch, mich dazu zu zwingen. Panik! Flieht! Wir kämpfen an einem anderen Tag! Ihr Ritter habt niemals gelernt, eure Wut richtig zu kanalisieren. Lana! Das wird nicht der letzte Ritter sein, den wir treffen. Soll Arkan jeden einzelnen von ihnen herschicken? Sie sind alle so gut wie tot. Dann hättet ihr alle Hände voll zu tun. Das kann ich euch versichern. Valen. Ich kenne euch nicht. Aber euch. Euch habe ich schon mal gesehen. Ich halte sie zurück, solange ich kann. Sobald ihr die Chance habt, flieht. Ich werde ein paar nette Worte in eurem Andenken sprechen. Wie lieb von euch. Nein, das brauche ich nicht. Kopf unten und die Augen offen halten und rennt wie der Teufel! Ich drücke aufs Gas! Ich habe ein paar Probleme mit dem Antrieb. Okay, jede Menge Probleme. Wisst ihr, was ihr da tut? Hallo! Keine Ursache übrigens. Wir wurden erfasst! Uns hier raus. Das versuche ich. Na los, na los. Danke, T7. Wir schulden dir was. Ja, wirklich. Klage. Niemand hat mir gedankt. Ich grüße Sie. Ich bin HK-55, voll bewaffnet und stehe zu Ihren Diensten. Gut zu wissen. Ich sagte doch, dass wir es schaffen würden. Ihr habt den Teil vergessen, wo ich mein Schiff verloren habe. Lana,
Für den Fall, dass ihr es noch nicht gehört habt. Der Imperator hat Darth Maar getötet. Ja. Seine Abwesenheit war für viele ein herber Verlust. Das ist aber schon einige Zeit her, oder? Das wird eine kurze Reise. Ihr solltet unserer Freundin hier langsam erzählen, was in den letzten 5 Jahren alles passiert ist. HK, mach dich nützlich. Überprüf die Stabilisatoren. 5 Jahre? Viel besser. Erwartet ihr Anweisungen? Der Fremdling. Nein, sie ist weg. Weg? Mir ist egal, was dazu nötig ist. Ich will, dass sie gefunden wird.